Leute, gleich vorweg, ich bitte vielmals um Entschuldigung, wenn ich vielleicht ein bisschen undeutlich spreche. Ich habe gerade schon 3, 4 Gläser Wein intus. Wollte den Abend ein bisschen ausklingen lassen. Es ist ungefähr 9 Uhr. Eigentlich wollte ich noch was arbeiten. Ich hätte genug zu tun, aber dann ist mir dieses Video über die Leber gelaufen. Und es ist so ein geiler Scheiß. Nur dieses kleine Stückchen hier muss ich unbedingt ausbreiten, hier verteilen, in die weite Welt hinaus. Wie gesagt, tut mir wirklich leid, Leute. Ich bin vielleicht etwas benebelt, weil ich schon ein paar Gläser Wein hinter mir habe. Auf jeden Fall. Hört euch mal diesen geilen Scheiß an. Da möchte ich auch nochmal gleich da was dazu sagen. Weil wir alle können ja für den Status, wie es bisher gewesen ist, können wir vielleicht gar nicht so viel, weil man es uns eben eingetrichtert hat. Das ist wie so eine Art Gehirnwäsche, die über 20, 30, 40 Jahre passiert. Und Gehirnwäsche. Guys, werdet euch mal eurer Gehirnwäsche bewusst. Eurer Gehirnwäsche und der Gehirnwäsche derer Leute, mit denen ihr euch meistens umgebt, um überhaupt besser alles zu verstehen. insbesondere eben im Kleinkindalter, da willst du das Spielzeug haben, weil du jetzt spielen willst und dann sagst du, nein, nein, gib das deiner Schwester und mach das nicht und wir wollen jetzt erstmal dies machen und so weiter. Also das bedeutet, wir Menschen funktionieren ja mit Strafe und Belohnung und wenn wir bestraft werden dafür, dass wir an uns selber denken, an unsere eigenen, ich sag jetzt mal, Ganz kurz, überleg mal, mit was genau du erzogen worden bist. Genau nach dem Prinzip Bestrafung und Belohnung. Sei es in der Schule, sei es im Elternhaus. Und was das aus dir, welchen Menschen das aus dir gemacht hat. Und welche Situation du dich gerade befindest, sei es finanziell, sei es partnerschaftlich, sei es gesundheitlich. Naja, einfach die 5 Themen, die uns alle bewegen, geistig, seelisch. Und was es miteinander zu tun haben könnte. Ja, da ist nämlich eine sehr starke Connection. Gelüste, dann trainieren wir uns das ab und sagen, okay, dann mache ich das Gegenteil, weil ich will ja lieber Zuspruch als Ablehnung. Da sind wir mit. Ja, da ist es nämlich auch so, dass unsere natürlichen also unsere sozusagen gottgegebenen, also von der Natur aus gegebenen Talente werden häufig von Kind auf aberzogen, weil es nicht in irgendein Schema reinpasst. Und dann sind wir 20 Jahre alt und wundern uns, dass wir nicht wissen, was wir werden sollen, beruflich oder wollen oder wer wir sind und so weiter, ne? Oder warum wir unglücklich sind in der Ausbildung, Berufsausbildung, die wir da machen, die wir eigentlich nur machen, weil sie uns letztendlich einoktroyiert worden ist von klein auf. Mach immer was Vernünftiges, mach dies, mach was weiß ich, was alles, ja? Menschen, Herdentiere und soziale Wesen und wir wollen natürlich Zuspruch haben, aber dafür bezahlen wir dann, das wissen wir in dem Alter natürlich nicht, Ja. bezahlen wir einen extrem hohen Preis. Genau, das Weil ist der Punkt. Ja, wir können es noch gar nicht abschätzen. Und ich meine, das ist ja quasi über die Jahrhunderte hinweg war das auch nie ein Problem. Jeder Schuster-Sohn wurde wieder Schuster. Dessen Sohn wurde wieder Schuster. Ja? Und heute, wo wir jeder einzelne von uns freie Auswahl haben. Und es ist nun mal nicht so, dass rein genetisch, ja, jeder Schuster-Sohn auch wieder ein guter Schuster ist. Vielleicht hat er ganz andere Talente. Ja, das ist eben der Punkt. Es ist nicht so wie bei den Tieren, jedes Leopardenbaby ist auch gleichzeitig wieder ein gutes Leopardenjäger und Schwimmer. Ja, bei den Menschen ist es ungefähr so, wenn jetzt eine Leopardenmutter plötzlich einen Affen als Kind hätte, ne? Also der mit völlig anderen, der einfach viel besser die Bäume herum ta tanzt und Bananen isst. Und so unterschiedlich sind Menschen, aber bei den Tieren ist es eben so, aber bei den Menschen eben nicht. weil wir immer uns selbst darauf konditionieren, erstmal die anderen, erstmal meine Familie, Da erstmal. geht's um Ego. Wie finde ich denn nun Scheiße, jetzt meine habe ich oben drauf Glaubenssätze? gedrückt. Wo kommen die Fuck. überhaupt her? So, Und jetzt die wichtigste gemacht. Frage, Fuck. wie wird man erfolgreich? Shit. Indem man die Shit. richtigen Entscheidungen trifft. Shit. Wie trifft man denn die richtigen Entscheidungen? Shit. Meine Mitarbeiter, erstmal die Okay. Gesellschaft, erstmal der Staat und dann Jetzt bin vielleicht ich wieder irgendwann da. ich. Also das heißt, diese Reihenfolge ist das Problem. Ich sage ja nicht, niemand logisch denkendes würde sagen, man kann nur alles ganz alleine machen. Also Narzissten kommen auch irgendwo nicht ganz weit. Ja, aber das ist genau der Punkt. Leute,
Ich weiß nicht, wie alt du jetzt bist, wo du jetzt hier gerade zuschaust, ne? Weil es geht ja auf YouTube, mein Video jetzt hier und so weiter. Wie oft ich in meinem Leben in Einstellungsgesprächen schon das Wort Teamplayer hören musste. Are you a Teamplayer? Ja, in England. Are you a Teamplayer? Bist du ein Teamplayer? Bist du ein Teamplayer? Bist du ein Teamplayer? Bist du ein Teamplayer? Hunderte Male. Ja, als ob es nichts Wichtigeres gibt auf der Welt. Ja. Weil man Kooperation braucht. Wir brauchen ja andere Menschen für den Erfolg. Und das bedeutet, ich kann nicht nur mich in dieser Welt sehen. Ich muss anderen helfen, ich muss anderen Angebote machen. Ich muss, wenn ich eine Verhandlung mache und was haben will, muss ich auch was anbieten. Das ist ja keine Einbahnstraße. Aber diese Reihenfolge zu sagen, ich gucke erstmal aus meiner Perspektive, was ist da für mich drin? Und dann schaue ich, wie kann ich auf andere zugehen? Ja, das ist nämlich das, das ist bei mir, bei meinem Vater genauso. Ne? Also immer schauen, wie kann ich anderen helfen und dann als zweites komme erst ich selber. Ja, klar lieben dich alle, aber du wirst auch sehr schnell ausgenutzt. Und der Punkt ist der, da haben die vollkommen recht. Du musst ja selber was sein und wer sein und was haben, um überhaupt was geben zu können, ne? Weil wenn du was hast und gibst immer nur, dann hast du halt irgendwann mal nichts mehr. Und dann kannst du auch nichts mehr geben. Ja? Also dann bist du auch uninteressant für diejenigen, die nur gekommen sind, weil du was hattest. Hm? Auch klar. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Unternehmer, der lange gebraucht hat, um endlich richtig durchzustarten. Geprägt durch das Elternhaus. Der redet aber jetzt nicht gerade von mir. Aus der Nähe von Stuttgart, nee, im Rheinhaus aufgewachsen. Ich komme aus München, auch aus dem Rheinhaus. Ich glaube, die Mutter Erzieherin und der Vater war irgendwie in der Gewerkschaft aktiv. Na gut, das könnte ich gewesen sein, aber ich komme aus München. Und es wurde zu Hause immer über Unternehmer geschimpft, insbesondere der Porsche-Fahrer war so das Feindbild schlechthin, alles Egoisten und so weiter. Ja, und der, nicht einfach immer, also der Unterton, ja? Ja, der Unterton, das ist also nicht diese direkten Schimpfwörter, sondern das ist ein Egoist, das ist so und so, sondern einfach eine Manipulation übers Elternhaus hinsichtlich Leute, die aus der Reihe verdienen. Ja? Also das heißt, letztendlich Leute, die, selbst wenn es nur einer war, der einen 7er BMW gefahren hat. Ein 7er BMW ist halt nicht der Durchschnitt, wäre halt ein Opel gewesen. Ne? Oder ein Seat, irgendwie halt irgend so ein Durchschnittauto. Und wenn einer einen 7er fährt, naja, der, das ist halt, also quasi, ich weiß noch, wie ich noch ganz jung war, ja, das ist der Vertriebler, der hat Kohle. Ja, der hat Kohle. Aber nie so richtig. Das ist was, wo man anstreben sollte, oder das wäre doch eine geile Sache. Mach lieber was Vernünftiges, mach lieber Buchhaltung. Und ich hasse Buchhaltung bis heute und wahrscheinlich verschlafe ich deshalb ständig meine Deadlines beim Finanzamt und muss ständig Strafe zahlen, weil ich so unterbewusst... Sonst hat bei ihm, er hat sich immer schon so einen neuen Elfer gewünscht. Und es hat dann ewig gedauert, bis dass er sich einen gekauft hat. Und dann ist er damit das erste Mal nach Hause gekommen. Und es war ein Riesentheater, dass der mit so einem Wagen es wagt, vor die Tür zu fahren. Und was haben die Eltern in der Erziehung falsch gemacht, dass er. So, das ist, die meisten Menschen kriegen das ja nicht mit, dass sie sich selber im Weg stehen, weil sie limitierende Glaubenssätze haben. Wie kriege ich die weg? Wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Also erstmal, ich muss es ja merken, dass ich viele Jahre... Meine ganz ehrliche Antwort, da wird jetzt bestimmt was anderes kommen, weil die wollen natürlich irgendwas, ja, keine Ahnung, wollen es natürlich positiv gestalten, die haben 100.000 Follower. Meine ehrliche Antwort, wie komme ich aus der Nummer raus? Ganz blöse, ganz schlecht. Also du kannst, wenn du mal, sagen wir mal, ein gewisses Alter erreicht hast, so wie ich, 30, 32 Jahre alt, also mal über 30 bist, ne? Dann, also ich sehe es auch beim Sprachenlernen, wenn du noch, sagen wir mal,
20 bist, so Anfang 20, dann kriegst du noch Fremdsprachen. Da habe ich noch ganz, ganz fix, eigentlich relativ fix Französisch gelernt, als ich dann nach Frankreich gegangen bin eine Zeit lang. Und dann mit Italienisch 10 Jahre später, weil dazwischen war ich dann in England und das hat sich alles verzögert. Ich wollte unbedingt noch nach Italien, aber schon mit 30 ging die Fremdsprachen, das Lernen schon wieder wesentlich schwieriger. Ja? Und desto älter du bist, desto schwieriger wird es. Und wenn du halt jetzt mal so, ja, so quasi knapp über 30 bist wie ich, dann da kriegst du es nicht mehr wirklich raus. Also ich weiß, dann gibt es dann Coaches und die wollen dir das verkaufen und bla bla, aber sagen wir mal Butter bei die Fische, es wird natürlich immer schwieriger, desto älter du wirst, ist klar. Ne? Du kannst auch nicht sagen, eine 45-jährigen Frau sagen, so jetzt hat, du kannst alles, ne? Du kannst auch noch 5 Kinder kriegen. Ja, irgendwann ist halt ist der Zug halt abgefahren, ne? Egal welches Coaching, egal welches Mindset, ne? Manipuliert wurde. Gar nicht mal mit großer Absicht, aber ich wurde von meinen Eltern manipuliert. Die wurden ja selber manipuliert. Ich werde von den Medien manipuliert. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Von meinen Eltern, die Väter, die waren alle tot. Also die konnten da gar nichts manipulieren, als die noch Kleinkinder waren. Und die sind halt über das Umfeld quasi geprägt worden. Ne? Die mussten dann so zu so komischen, ja, von Kind auf arbeiten und so weiter. Ne? Also in den 50er Jahren. Ne? Also das war ganz normal Standard. Ne? Also eine Lehre hat einfach 6 Tage in der Woche gedauert und 12 Stunden am Tag. Das war Standard. Ne? Und dann nebenbei nachts noch im US-amerikanischen Camp noch die Kegel aufstellen und noch Trinkgeld nehmen und so weiter. Noch ein bisschen Zigaretten schachern und so weiter, ne, damit man überhaupt überleben konnte. Also das ist auf jeden Fall das, also wenn du zum Beispiel jetzt halt Eltern hattest, die in den 70er Jahren aufgewachsen sind, das ist wieder ganz andere Geschichte, als wie wenn die in den 60ern oder in den 50ern aufgewachsen sind. Ja? Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen als Millennium, ja? Wenn du jetzt mal wenn du jetzt mal 18 bist oder sowas. Ne? Dass so eine Reaktion in so einer Talkshow dann kommt, dann weißt du, Alter, ihr seid so brainwashed. Ihr wisst es gar nicht. Ne? So, ja? Ja gut, also da gibt es natürlich auch eine ganz breite Masse in Deutschland und du merkst es jedes Mal, wenn du irgendwo halt bist, und da ist ein politisches Gespräch oder sowas, also was die Leute teilweise für Glaubenssätze haben, also weil ich bin ja relativ an vielen Stammtischen und Cafés und so weiter und treffe mich halt da mit Leuten und also da muss ich einfach aufstehen und gehen, ja, also es geht gar nicht mehr. Wie komme ich da raus? Also erstmal durch so ein Buch lesen, das hilft, dieses Bewusstsein überhaupt, das ist aber generell, ich bin ein riesen Buchfan, das weiß ja mittlerweile auch jeder und ich habe irgendwie alles, was ich irgendwie sage, eigentlich aus Büchern und ich glaube, dieses Bewusstsein steht... Okay, ein kleiner Kritikpunkt. Ich glaube, an einer früheren Stelle sagte irgendwo, er hätte 1000 Bücher gelesen. Ich weiß nicht, in welchem Zeitraum, aber der sieht aus wie 22. Also ich nehme mal an, innerhalb von kürzester Zeit, das ist schon ein bisschen heftig. Also 1000 Bücher, sagen wir mal, wenn er 3 Jahre Zeit hatte, ist trotzdem, ich bin ein extrem schlechter Leser. Ich bin auch so Semi-Legasthemiker und so weiter. Also auf jeden Fall sehr, sehr langsamer Leser auf jeden Fall. Aber trotzdem, also ich bräuchte für 1000 Bücher, würde ich in 10 Jahren nicht mal hinkriegen. Also muss ich ehrlich sagen. Ne? Also weil das auch so ein bisschen... Soll ich sagen, so ein bisschen hip momentan ist. Ne? Ich lese Millionen Bücher oder irgendwie sowas. Ne? Aber ich nehme es ihm ab, er sieht sehr lesemenschmäßig aus und definitiv intelligent und so weiter. Also von daher. Erster Stelle. Aber dann brauche ich eben auch so dieses Selbstwertgefühl und dieses Ziel, da rauszukommen. Weil du kannst ja entweder die blaue oder die rote Pille nehmen. Also entweder du bleibst gut, in dem Spiel. Ja gut, nur ganz kurz. Selbstwertgefühl, also das wird dir ja... Da müssen wir jetzt unheimlich weit ausholen. Also das will ich jetzt gar nicht machen. Aber überlegt euch mal eines. Ja, bitte. Ganz kurz. Egal wie alt ihr jetzt seid, ob ihr jetzt sagen wir mal in meinem Alter seid, so knapp über 30 oder schon älter oder jünger. Überlegt mal, wie ihr groß geworden, also wie ihr in die Schule gegangen seid. Eben zum Beispiel im Geschichtsunterricht. Ja, Thema Selbstwertgefühl. Was wird euch da ständig erzählt? Ah, mit Schuldgefühlen und vom Dritten Reich und
ich weiß es ja noch, also wir hatten teilweise, ich weiß noch, ich war in der 9. oder 10. Klasse Realschule, da ging, glaube ich, das komplette Jahr, ging es nur um das Dritte Reich und wie böse wir waren und so weiter. Und das hast du halt in anderen Ländern wie Italien oder in den USA und so weiter, da wird ja ständig erzählt, da hängt halt in jedem Klassenzimmer eine Nationalflagge, ja. Da wird dir ständig erzählt, wie groß und wie geil du bist und wie geil das Land ist und so weiter. Ne? Also von daher haben sie mir nochmal doppelt schwer, ja. Also was mit Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein zu tun hat. Und man sieht es dann eben wieder in den ganzen Bierfesten, wo sie es dann sozusagen kompensieren mit überdurchschnittlichem Biergenuss. Oder am Ballermann in Mallorca, ne? Da sieht man es dann ganz deutlich. Ich war früher viel beim Backpacking unterwegs, da sieht man auch ab und zu mal sowas Ähnliches. Viel drinne und sagst, naja, ist ja einfacher, stimmt auch. Oder ich stelle mich sozusagen gegen die Herde und laufe gegen den Strom. Und das ist natürlich mit sehr viel, aber insbesondere am Anfang, erstmal mit Unannehmlichkeiten verbunden. Und einige Leute werden sich natürlich dann auch vielleicht von dir abwenden oder so, weil sie sagen, nein, für mich ist das Soziale und bla bla bla, keine Ahnung. Die sind gut, damit habe ich noch nie ein Problem. Für der Linkspartei oder sowas. Jedenfalls, ich glaube, Glaubenssätze kann man nur mit neuen Glaubenssätzen austauschen. Und das schreibe ich auch in dem Buch, dass wenn man sich dazu entscheidet, das zu tun und wieder mehr den Fokus auf sich zu richten, dann ist das ein Prozess. Also man kann nicht einfach sagen, so ab jetzt denke ich an mich. Sondern es muss wirklich klar sein, dass das ein längerfristiger Prozess ist, zum Beispiel mit Autosuggestion. Bin ich ein Freund von, hilft. Ich bin jetzt nicht so der Sprecher, ich bin mehr der Schreiber. Also ich schreibe mir tatsächlich auch seit 14 Jahren jeden Tag auf, was ich in meinem Leben will. Also was ich jetzt gerade erreichen will, was ich langfristig haben will, wer ich sein möchte, wie ich meine Persönlichkeit in manchen Bereichen, Pünktlichkeit zum Beispiel. Also das funktioniert bei mir jetzt nicht so, ich bin mehr der Audiomensch, also ich führe ständig Selbstgespräche, das funktioniert bei mir so viel besser wie das Aufschreiben. Aber das ist natürlich jeder anders. Ne? Verbessern möchte. Und das ist ein Prozess. Und ich habe das selber bei mir gesehen, dass es teilweise 24 Monate gedauert hat, bis einzelne Sachen sich ins Positive umgekehrt haben. Also da darf man nicht irgendwie auf Wunder hoffen. Ja, ist realistisch, das finde ich gut. Du hast das berufliche Glück, dass du mit vielen erfolgreichen Menschen Interviews führen darfst. Und jetzt gibt es einmal den offiziellen Teil des Interviews, der später nachzulesen ist in deinem Magazin. Aber es gibt natürlich auch den inoffiziellen Teil und es gibt das Drumherum, das Format des Treffens und so weiter. Was hast du bei erfolgreichen, oder vielleicht pickst du auch einzeln raus, was hast du bei denen, was wir nicht nachlesen können, was hast du dort an Glaubenssätzen entdeckt, wo du sagst, okay. Coole Frage. Der hat coole Fragen, das muss man schon sagen. Also da sitze ich wahrscheinlich erstmal eine Stunde hin und überlegt sich die Fragen, bevor er so eine Sendung macht immer. Hey, der ist so erfolgreich, weil der diese Einstellung hat, weil der er so... Er ist halt auch aus dem Funkverkauf, ne? Und das ist ja das, was die wenigsten verstehen, oder sehr viele gar nicht verstehen, ist, dass im Verkaufen sind eigentlich nur zwei Dinge wichtig. Also, und das ist Fragen stellen, die richtigen Fragen stellen und zuhören können, ja. Und das macht er eigentlich in seinen Interviews, ne? Also er macht eigentlich letztendlich, er ist eigentlich ständig Verkäufer in seinen ganzen Interviews, ne? Also das realisieren wahrscheinlich viele gar nicht. Die meinen, okay, ist halt Verkaufstrainer, über die Interviews holt er sich Reichweite, aber in Wirklichkeit ist er die ganze Zeit Verkäufer, ja, während er diese Interviews führt. Weil ein guter Verkäufer, der macht nämlich genau Interviews. Ja, er interviewt seinen potenziellen Neukunden. Ja, das ist dieser Zusammenhang. Ich glaube nicht, dass den alle verstehen, die ihn verfolgen. Der Weg ist. Ich bin sehr froh, dass viele Leute, also gerade von diesen super Erfolgreichen, auch sehr offen über diese Sachen reden. Das heißt, vieles davon kann man tatsächlich dann auch letztendlich in dem Gespräch nachlesen, weil ich immer auch versuche, so ein bisschen nachzubohren, was hat dazu geführt, dass du das und das geschafft hast. Weil das ist ja letztendlich das Wichtige. Dass er es geschafft hat, das wissen wir ja schon, das steht ja in der Wikipedia drin. Aber warum er das geschafft hat, wie er das Problem angegangen ist, das interessiert mich insbesondere. Und da sind dann bei so Leuten wie Dieter Bohlen oder Wladimir Klitschko oder anderen, Reinhold Messner, mit denen ich gesprochen habe, immer rausgekommen, dass sie stetig
also die meisten tatsächlich seit ihrer Kindheit, das ist sicherlich ein Vorteil, schon in der Kindheit angefangen haben, Grenzen zu sprengen im Kopf. Also das bedeutet, die haben nicht nur ihr kleines Häuschen, ihr kleines Dörfchen, ihre Straße gesehen, sondern die haben gemerkt, dass das Universum grenzenlos ist und dass man eigentlich alles erreichen kann. Ich denke da so an Reinhold Messner, der ist jetzt in den Bergen aufgewachsen natürlich und hat schon als kleiner Junge, ist er da die Felswände so ein bisschen hochgestiefelt und hat sich dann halt immer mehr getraut und sind immer weiter voraus. Und er hat aber auch gesagt, zum Glück waren meine Eltern damit einverstanden. Hätten die mir das verboten, hätte ich das natürlich nicht machen können. Aber so hatte er das Glück, dass er mit 4 Jahren angefangen hat, auf Berge zu klettern. Und konnte deswegen letztendlich alle 8000er der Welt erklimmen, und zwar ohne Sauerstoff. Und das ist eine Sache, wo natürlich alle, auch die Experten und die Ärzte und so weiter, gesagt haben, Herr Messner, das geht aber nicht. Die Luft ist da oben so dünn, Sie können da oben nicht genug Sauerstoff für Ihr Blut bekommen, dann werden Sie ohnmächtig und dann fallen Sie von dem Berg runter. Und das wollen Sie doch nicht. Und er sagte, ich glaube nicht an diese körperliche Grenze. Ich trainiere und ich muss meine Lunge trainieren und meine Abläufe und meinen Puls trainieren, damit ich ohne Sauerstoff diese Höhen erklimmen kann. Aber ich glaube, wenn ich das Stück für Stück immer ein wenig über die aktuelle Grenze hinwegsetze, so war das damals auch mit diesem Sprinter, ich vergesse leider immer diesen Namen, dieser berühmte Sprinter, der die 300 Meter oder was weiß ich zum ersten Mal in so und so vielen Sekunden gelaufen ist. Das hat davor niemand geschafft. Er hat 1-2 Sekunden rausgeholt und ab dann waren andere auf einmal in der Lage, sogar noch mehr Sekunden rauszuholen. Du als Sportler weißt das mehr als ich. Und das ist so dieses Grenzen ausloten und überschreiten. Grenzen ausloten und überschreiten. Das habe ich bei allen gemerkt. Die haben alle klein angefangen, also nicht nur altersmäßig, sondern auch von den Ambitionen her. Mir noch ein Eis holen. Ja gut, mit Sport kann ich mich jetzt nicht so identifizieren, aber da kommt bestimmt gleich noch was Gutes. Also er hat nicht mit 5 Jahren gesagt, ich steige jetzt auf den höchsten Berg der Welt, sondern er hat sich da langsam hintrainiert. Und ich glaube, das ist auch so ein Fehler, den viele Unternehmer, viele Vertriebler insbesondere, der Vertriebler fängt bei dir an und sagt, nächsten Monat mache ich die 1. Million. Und du denkst, ja okay, ne, das ist ein Bibelmann. Step by step. Entschuldigung, das Eis heißt Kaktus. Genau so schmeckt es auch. Sehr empfehlenswert. Von Nestlé. Also, die Aktie hat ja auch der eine oder andere Verschwörung oder irgend sowas. Das wird natürlich in den meisten Fällen ein Schritt-für-Schritt-Prozess sein. Und wenn der jetzt gerade auf dem 1.000-Euro-Level ist, dann sollte der vielleicht erstmal auf dem 10.000-Euro-Level arbeiten, damit er sich an diese neue Höhenluft gewöhnt sozusagen. Weil sonst kann man natürlich wie so ein Streichholz auch auf einmal entflammen und dann bist du komplett abgebrannt. Das ist, glaube ich, auch was viele, viele junge Leute ein Problem haben. Oder aufgedrückt bekommen von diesem ganzen Internet-Boost und Wust jetzt momentan. Werd Millionär, werd sechsstellig, werd das, werd siebenstellig, werd was weiß ich alles, ja. Fahr Porsche, fahr Ferrari und bla bla. Und dass die einfach dann diese Zwischenschritte nicht haben, ne? Weil du brauchst eine Mission, du brauchst eine Vision, also wenn du sagst, okay, ich will 10 Millionen Euro verdienen. Ist vielleicht möglich. Ne? Das kann niemand wirklich behaupten, das wäre nicht möglich. Aber halt nicht über Nacht. Und man, sagen wir, in 10 Jahren vielleicht. Ne? Und dann brauchst du die ganzen kleinen Zwischenschritte und die fehlen halt häufig, weil die ganze Werbung und alles, was dir so um die Ohren fliegt tagtäglich, bezieht sich ja nur auf diese Vision. Weil sonst wäre es ja keine attraktive Werbung, dass es Leute reinzieht. Ne? Wenn also ich habe noch keine Werbung gesehen, wo es heißt, naja, lerne erstmal 1000 Euro im Monat zu verdienen, ja, als Selbstständiger nebenbei und oder so. Na, das ist ja langweilig. Ja? Also erstmal kleine Schritte gehen und erstmal als Freelancer 3.000, 4.000 Euro verdienen und dann eigene Kunden finden oder was auch immer. Ne? Also das ist alles viel zu langweilig, deswegen
haben die Leute, junge Leute hauptsächlich immer nur diese Wahnsinnsziele, die sie ständig konfrontiert werden, ja, also Lamborghini und Villa und das und dies und jenes. Und dann brennen die halt ab, bevor sie an dieses Ziel, das sie vielleicht erreichen könnten, überhaupt hinkommen. Die brennen vorher schon ab. Ja. Das ist sehr, sehr häufig der Fall. Also ich bin in diesen Coachings teilweise drin, ja, habe ich 2000 Euro bezahlt, jetzt bin ich wieder in so einem Coaching drin gewesen, 3 Monate lang. Und da sind teilweise 100, 200, 300 teilweise sehr junge Leute in diesen Coachings und viele davon kommen nicht weiter, einige schon, einige aber viele auch nicht. Und wenn du halt einfach zu viel zu schnell willst, dann könnte es ein Problem werden. Das ist definitiv ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das bringt ja dann auch nichts. Und von daher, das habe ich bei allgemein, das habe ich auch bei Klitschko gemerkt. Klitschko hat gesagt, Herausforderungen musst du immer sofort annehmen, wenn sie dir begegnen. Die darfst du nicht aufschieben, du darfst dich nicht deinen Kopf in den Sand stecken und so weiter. Du musst immer die Verantwortung nehmen und im Zweifel sogar die Schuld übernehmen für eine Situation, weil nur in der Situation hast du dann auch die Macht. Das finde ich echt lustig. Genau. Ich muss aufpassen, dass ich nicht irgendwie mir das Zappern anfange. Ich habe, glaube ich, zu viel Rotwein getrunken. Genau über das Thema habe ich ein Video gemacht vor einer Woche. Das verlinke ich hier unten nochmal. Weil ich habe einen alten Kumpel oder Freund oder ehemaligen Kollegen und so weiter. Und da hatte ich jetzt die Entscheidung zu fällen vor kurzem, ob ich ihn einstelle oder nicht, wenn er gerade arbeitslos ist und 10.000 Sachen. Dann war er mal kurz davor, sich scheiden zu lassen. Also, auf jeden Fall, das ist halt ein Typ, kurz gesagt, der grundsätzlich nie an irgendwas Schuld hat. Ne? Also wehe, es ist eine Sache, die nicht irgendwie funktioniert, dann ist er nicht zufrieden, ohne dass nicht irgendwo die Schuld woanders gefunden wurde. Und es ist halt nicht nur anstrengend, sondern es ist halt auch jemand, der halt so mehr oder weniger beruflich halt auf der Stelle tritt, ne, sein ganzes Leben. Und das ist halt dann, sind ich halt damit zu tun, meiner Meinung nach. Weil wenn du die Schuld immer nur im Außen suchst, wie willst du, dann müsstest du ja letztendlich die Personen, die deiner Meinung nach ständig Schuld haben an allem, die müsstest du dazu bringen, dass sie bestimmte Dinge tun. Das wird nicht passieren. Das heißt, wenn du die Schuld nimmst, dann kannst du auch sagen, okay, ich ändere das. Ich ändere, ich ändere, ich ändere, ich ändere. Und wenn du das einmal gemacht hast, bup, 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 plötzlich fallen die Dominosteine. Also ich will jetzt nicht übertreiben, also bei mir sind das auch nur kleine Dinge gewesen. Ja? Ich bin jetzt auch nicht der Ferrari-Fahrer, ja, aber ich fahre einen Herkules. Ja? Auf jeden Fall, guter Punkt. Etwas damit zu machen. Erst wenn dir das Problem gehört, sozusagen, bist du auch der Herr darüber und kannst etwas dagegen machen. Und das fand ich also, das hat mir persönlich jetzt auch in den letzten über 10 Jahren geholfen. Diese Box, in der wir alle leben, jeder von uns lebt in einer Box. Ein Mann, der 20 Millionen macht oder 50 Millionen, lebt in der 50-Millionen-Box. Und wenn der irgendwo in St. Moritz in ein Hotel eincheckt, dann ist sein Zimmernachbar vielleicht in der 1-Milliarden-Box. Carsten Maschmeyer zum Beispiel. Und ein Zimmer weiter ist vielleicht jemand, der ist in der 100-Milliarden-Box. Also irgendwie ist es seltsam. Wir sind ja alles die gleichen Menschen. Wir haben alle ein Gehirn, alle einen Bauch, alle 2 Arme, also meisten. Und funktionieren alle ungefähr gleich. Aber es gibt Leute, die unterschiedliche Denkmuster einfach haben. Ne? Die einen sagen, es geht bis zu der Grenze. Und der andere sagt, nö, wieso? 150 Millionen Amazon, das lässt sich machen. Ja, super wichtiger Punkt auch. Super wichtig. Okay. Die alle sind ja auch erfolgreiche Unternehmer. Ja, also wir nehmen sie nicht als Unternehmer wahr, aber ein Klitschko ist ein extrem erfolgreicher Unternehmer, gerade auch im Politikbusiness und was damit zu tun hängt, zu tun hat. Dann Dieter Bohlen ist für mich ein brillanter Unternehmer, macht das wirklich richtig cool. Glöckler hattest du, der unfassbar seine Nische gefunden hat und in dieser Nische extrem Gas gibt. Was können die anwesenden Unternehmer lernen von den Leuten, die du getroffen hast, mit denen du gesprochen hast? Das hören manche natürlich nicht gerne, aber was man absolut sagen muss, ist, dass sie alle
in ihrem Leidenschaftsbereich unterwegs sind. Die haben ihre Herzenssache, die sie meistens schon als kleines Kind entdeckt haben, sozusagen, haben die zum Beruf gemacht. Sehr. Scheiße. Weil wenn ich nämlich zurückdenke, was ich als kleines Kind für Leidenschaften hatte, das darf ich hier gar nicht sagen. Ich habe eigentlich die ganze Zeit immer nur herumgekämpft, ne? Also immer nur Krieg gespielt, egal auf welchem Niveau. Ob jetzt halt mit irgendwelchen Holzschwertern oder selbstgeschnitzten Holzpistolen oder Kleinsoldaten, Lego oder Playmobil. Ich habe sogar alles, was ich an Playmobil hatte, sogar die Polizisten und alles zu Soldaten umfunktioniert. Ja, also ich habe eigentlich immer nur Krieg gespielt, ja, oder Fußball. Ja. Sehr, sehr konsequent. Und ich freue mich wirklich von Herzen für jeden Unternehmer, der das auch geschafft hat. Der sagt, das, was ich als Kind schon werden wollte oder machen wollte, das mache ich heute. Vielleicht in einer abgewandelten Form, die Branche kann ja wechseln, ist ja kein Problem. Aber das ist definitiv so. Und die sind ja alle, ich meine, wenn du auch Umfragen liest, das hab ich jetzt nicht nur in den Gesprächen rausgefunden, sondern das liest du auch in vielen reichen Studien und so weiter. Zittelmann hat ja zum Beispiel einige dazu gemacht. Steht immer an allererster Stelle, ich will Freiheit. Ich will frei sein. Ich will entscheiden, was passiert in meinem Leben. Da hört man auch sofort den positiv-egoistischen Ansatz raus. Die machen das alle für sich selbst. Die machen das in der Regel. Nicht dafür, um in ihrer Region Arbeitsplätze zu schaffen oder, keine Ahnung, den Staat mit vielen Steuern zu unterstützen, sondern die machen das aus Eigenantrieb, aus Egoismus heraus. Und Adam Smith sagt uns ja durch die unsichtbare Hand, dadurch passiert automatisch Gutes, wenn du dich um deine eigene Firma oder um dein eigenes Projekt kümmerst. Du musst dann Leute anstellen, kommst du gar nicht drum rum. Du musst ein Gebäude mieten oder im Zweifel. Du musst Autos kaufen, du musst Steuern zahlen, du musst all diese Dinge tun, wovon dann die Gesellschaft profitiert. Also Egoismus ist eigentlich der Grundsatz und der Motor einer sozialen Gesellschaft, wenn man so will. Ja. Also ich meine, ich finde das ein sehr gutes Beispiel. Also ich meine, ich bin momentan egoistisch, ich könnte noch egoistischer sein, eigentlich könnte ich noch mehr Gas geben. Manchmal stehe ich mir selber im Weg, manchmal ist es halt einfach auch, dass ich sage, ich will ein gutes Work-Life-Balance, whatever. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt gesehen habe, wie viel Steuern ich nachzahlen musste in den letzten Monaten und andere wegen Corona betteln gegangen sind, wenn ich dann sehe, wie bei unserem Bahnhof oder beim Supermarkt, jeden Tag, wenn ich zum Supermarkt einkaufen gehe, die gleichen Gammler davor sitzen, die den ganzen Tag da nur rumsitzen, halt Hartz-IV-Empfänger oder was weiß ich, dann einfach nur auf dieser Bank sitzen, den ganzen Tag. Ja, egal zu welcher Uhrzeit ich in den Supermarkt reingehe, die sitzen da nur davor und tun nichts. Ja, und leben auch und sind vielleicht sogar noch glücklicher wie ich. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, wie bin ich jetzt auf das gekommen? Ja, ich meine, letztendlich, eigentlich bin ich Egoist, dass ich sage, ich will mehr Geld verdienen, ich will noch mehr Geld verdienen. Und auf der anderen Seite bin ich im Spitzensteuersatz und zahle halt immense Steuern. Und zahle halt die ganzen Idioten alle mit. Das heißt, letztendlich, dadurch, dass ich so ein Egoist bin, weil ich ja selber mehr Geld verdienen will, zumindest in unserem System, also in Deutschland hundertprozentig, werde ich gleichzeitig zum Wohltäter, ne? Weil ich ja letztendlich derjenige bin, der auch das meiste wieder abgeben muss. Ja? Also von daher, also definitiv, ja, zählt das, was er gerade gesagt hat, in Deutschland. Es gibt bestimmt Länder, da ist der Gap, der Unterschied wesentlich größer. Das sieht man jetzt auch wieder beim Corona, dass genau diese Länder jetzt die Corona-Probleme jetzt so stark haben momentan. In Europa geht's, weil eben das soziale Netz stärker ist. Das ist der große Vorteil da wieder, ne? Aber in halt genau, wo diese Unterschiede so massiv groß sind, die ganzen Armen, wo eben nicht das so stark ist. Ja, wo eben die Egoisten letztendlich
größere Vorteile haben, weil sie einfach weniger Steuern zahlen und dadurch gibt es mehr Arme und so weiter. In Brasilien, Russland, USA und was war noch für ein Land? Noch ein Land irgendwo. Ja, da sterben sie jetzt gerade wie die Fliegen, aber das ist auch übertrieben. Ne? Also da sind jetzt irgendwie am Tag 1000 Leute gestorben an Corona. Also wollen wir jetzt nicht damit anfangen, weil hey, es gibt so viel mehr Tausende von Leuten, die an irgendwas anderem sterben, den ganzen, jeden Tag. Also von daher. Egal, aber gut. Und ja, die sind, die sind alle Unternehmer. Was war denn Ausgangsfrage? Ich habe sie wieder vergessen. Ja, was kannst du von denen lernen? Was haben die Unternehmer? Was können die Unternehmer von Ja, genau, denen lernen? Richtig. Und den Leidenschaftsbereich habe ich schon gesagt. Die machen wirklich, was sie lieben. Und deswegen hast du natürlich auch den Vorteil, dass du. Ich muss mir jetzt noch mal ein Eis holen, ganz kurz. Ich halte mal auf Stopp. Geht schon wieder weiter, geht schon wieder weiter. Dass dein Energievorrat nicht sinkt. Weil wenn du den ganzen Tag etwas tust, was du liebst, da wirst du da gar nicht von müde. Ganz im Gegenteil, es putscht dich sogar noch wieder ein bisschen auf. Guter es gibt Punkt. Unternehmer, die sagen, ey, ich schlafe 4 Stunden, mehr kann ich einfach nicht. Ich muss unbedingt wieder ran an die Arbeit. Also, und, das hatte ich bis jetzt nur sehr selten, aber ich hatte das schon gespürt. Und meistens, wenn ich so eine Transformation durchgemacht habe. Also als ich im Callcenter mal gearbeitet habe, und also da ging es mir wirklich nicht besonders gut, weil da verdient man nicht viel. Man hat nicht Stress, wenn man mehr verdient. Ich habe überdurchschnittlich verdient, dann hatte ich Stress mit allen möglichen Leuten, weil sehr viel Neid herrscht. Es wurde ständig gestritten um die Leads und oh Gott, ja. Und dann habe ich mich da frei gemacht, habe mein eigenes Ding gemacht. Und zuerst nur als Freelancer sozusagen für andere Agenturen. Und dann habe ich sozusagen mich in die Position gesetzt einer eigenen Agentur. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich das überhaupt machen soll. Ja. Ich habe einfach nur das imitiert, was die anderen Agenturen gemacht haben. Und aber da hatte ich so eine Transformation, also plötzlich so ein Gefühl, boah, krass, ey, ich bin jetzt meine eigene Agentur, mein eigener Boss oder so. Und da hatte ich Zeiten, da konnte ich gar nicht schlafen, selbst wenn ich gewollt hätte. Ne? Also das ist immer so Phasen, wenn du dich transformierst. Das ist wie ein Feuer, das brennt. Ja? Also kann ich auf jeden Fall beistimmen. Es gibt halt viele, die haben halt so wirklich eine Leidenschaft gefunden und können damit auch sogar reich werden. Das habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Ich glaube, das ist auch die wenigsten vielleicht haben oder finden, weil viele haben eine Leidenschaft oder mehrere Leidenschaften. Ich habe bestimmt auch irgendwie Leidenschaften, aber daraus Geld zu machen, ist nochmal eine ganz andere Story. Ne? Also ich könnte sagen, cool, heiße Blondinen ist meine Leidenschaft, ne? Aber wie soll ich damit Geld machen? Ne? Also irgendwie ein Puff oder was, aber das ist ja auch wieder, hat damit mit dieser Leidenschaft ja gar nichts zu tun. Ne? Auf jeden Fall, ich glaube, das schneide ich jetzt auch besser raus, weil dann gibt es wieder die ganzen Hater. Auf jeden Fall, es ist halt einfach nicht alles, was irgendwie Leidenschaft ist im Leben, kannst du gleichzeitig umsetzen in Business oder sowas. Ne? Das ist halt auch immer die Leute, die halt sagen, ja, Leidenschaft und diesen Jesus. Alles schön und gut. Gibt es, hilft, es ist auf jeden Fall wie ein Feuer. Ja, also ich beneide jeden, der das geschafft hat, der sagt, okay, ich habe eine Leidenschaft und das habe ich dann sozusagen in Geld, also in Business und so weiter, in Reichtum umgewandelt und ich muss einfach gar nicht mehr arbeiten. Gibt es einige, die das schaffen? Nicht sehr viele, würde ich sagen. Viele spielen momentan auch nur, weil das auch schon wieder so ein Modebegriff ist, so ein Trendsatz. Ja. Weil das in die Realität umzusetzen, das ist nicht ganz so einfach. Ja, weil du einfach weil du einfach die unterschiedlichsten Menschen hast, mit den unterschiedlichsten Leidenschaften, ja. Und nicht alle davon kannst du irgendwie in Geld umwandeln. Ja. Ist einfach so. Das muss man sagen. Und das ist dann aber insbesondere, deswegen habe ich das eben einleitend gesagt, schwierig für die Leute, die eigentlich nicht das tun, was sie lieben. Weil guck mal, es gibt zum Beispiel ja auch die zweite Generation von Unternehmensnachfolge.
wo man sagt, ja, der Papa, der hat es aufgebaut und irgendwie wurde ich da auch so ein bisschen rein erzogen und eigentlich wollte ich immer, keine Ahnung, Bühnenbauer werden, aber jetzt hat der Papa halt eine Schuhfabrik und jetzt mache ich halt die Schuhfabrik. Ne? Und der wird damit auch sein Geld verdienen, der wird sein Häuschen haben, der wird seine Familie haben und das Leben lässt sich ja auch ertragen. Ist ja gar keine. Da gibt es so viele im Mittelstand, also die Kinder, die da so rein erzogen werden, den Betrieb halt weiterzuführen. Also Betriebe im Mittelstand in Deutschland zum Beispiel, die es schon seit hunderten Jahren gibt, also die es seit sehr, sehr langer Zeit gibt. Und da so viel dran hängt, dass das immer wieder weitergereicht wird von Familienmitgliedern zu Familienmitgliedern. Also so ähnlich wie die Dynastien unserer Könige und Fürsten damals, ne, im Mittelalter. Du dann natürlich als Kind, ja, natürlich diesen unfassbaren Druck hast, dass du nicht einfach sagen kannst, also das, was jetzt meine ganzen Generationen 200 Jahre lang vor mir gemacht haben, ne, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja. Das kann unter Umständen, also wenn jetzt ich mir schaue, eine Schuhfabrik, ne, wenn ich jetzt, also es kann unter Umständen, wenn es ja absolut nicht das Ding ist, was ich machen will, sehr viel unangenehmer Druck sein. Ne? Frage. Aber es tut mir wirklich auch so ein bisschen im Herzen weh, wenn derjenige dann doch eben nicht Bühnenbauer geworden ist. Oder wenigstens eine zweite Firma gründet und damit Bühnen baut. Und also dafür halte ich das Leben für zu kurz und das eigene Leben für zu wichtig, als dass man sagt, ja, ich gehe da mal einen Kompromiss ein. Ich finde Kompromisse grundsätzlich scheiße und bin eher bei dem, der sagt, weißt du. Also noch ganz kurz, du glaubst gar nicht, ich weiß nicht, wer du jetzt bist, ne? Weil das ist ja auf YouTube, du glaubst gar nicht, wie viele Mittelständler dieses Problem haben. Und dann manchmal ist es leider so, da gibt es ja auch chinesische Agenten, die genau solche Mittelständler aufspüren und recherchieren und dann letztendlich den Laden übernehmen. Ne? Weil die dann wissen, okay, da ist die Nachfolge nicht sehr, da gibt es keinen Nachfolger und so weiter. Ne? Also das ist das, was in Deutschland schon seit vielen Jahren passiert. Also nur mal so als Nebenbei-Info, Insider-Wissen. Weißt du was, ich knall dem Alten das da vor den Latz, sag du, weißt du was, tut mir echt leid, aber ich bin das nicht. Ich will Bühnen bauen und das ist mein Lebenstraum und ich glaube, ich werde irgendwann mit Reue sterben, wenn ich das nicht mache. Also das ist eine Wahnsinn, also glaube ich. Ich muss es zum Glück nie machen, weil ich komme vom Bauernhof, habe mir das, was ich gerade mache, selber ausgedacht und musste nie jemandem dafür Rechenschaft ablegen. Aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Wenn man feststellt, ah scheiße, eigentlich mache ich nicht das, was ich immer wollte. Ich bin zwar erfolgreich und fahre da irgendwie auch ein schönes Auto und bla bla bla, aber es ist irgendwie nicht so das, was mich so im Herzen erfüllt. Und das hast du ja zum Beispiel auch in deinem Buch so schön beschrieben mit dem Lebenstraum und mit dem, was man möchte und das dann auch unbedingt umsetzt mit Karibik und oder Dubai in dem Fall. Und das ist die erste Sache, die haben alle geliebt, was sie tun und sie sind wahnsinnig konsequent. Und damit beschäftigen wir uns komischerweise in Deutschland auch sehr, sehr wenig. Wir sind immer wieder zu Kompromissen und zu Abwägen bereit und sind selten konsequent, weil es auch wieder mit Schmerzen zu tun hat. Weil, nehmen wir mal an, du nimmst dir jetzt ein Ziel. Jeder von euch, der hier in Sohn im Seminar sitzt, hat das hundertprozentig schon erlebt. Wenn du dir ein großes Ziel setzt, kommen auf einmal, so aus dem heiteren Himmel heraus, 20 Probleme, die sich vorher nie angekündigt haben und die wollen dich auf einmal alle abhalten, dein Ziel zu erreichen. Gesetzliche Regulatorien. Deine Mitarbeiter werden krank. Oh ja, oh ja, oh ja. Oder dein Mitarbeiter verlässt dich, dein entscheidender Key-Mitarbeiter vielleicht. Deine Frau macht dir Ärger, weil die sagt, hey, du warst doch vorher schon so viel in der Firma und jetzt bist du noch länger da in der Firma wegen diesem blöden Projekt. So mache ich das nicht mit. Da musst du dich jetzt entscheiden. Entweder das. Um Gottes Willen. Oder wir hier zu Hause. Aber dann bitte am Samstag noch den Pelzmantel für mich kaufen, ne? Bevor ich dich verlasse, weil das muss jetzt gerade noch sein. Ja, kommt mir bekannt vor. Und diese Konsequenz, diese schmerzhafte Konsequenz, sich zu entscheiden,
Jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist dir tatsächlich wichtiger? Weil es gibt immer eine Reihenfolge im Leben. Es kann nicht alles gleich wichtig sein. Deine Familie und deine Firma können nicht gleich wichtig sein. Das funktioniert in 99,9% der Fällen nicht. Und du wirst wahrscheinlich nicht der Erste sein, der das Gegenteil beweist. Von daher muss man dann diese Konsequenz zu sagen, ich ziehe das durch. Ob meine Familie das toll findet, ob der Gesetzgeber das gut findet, ob ich Regeln übertreten muss oder ähnliches, ich werde dieses Ding machen. Natürlich werde ich meine Freiheit nicht aufs Spiel setzen, das ist Egoisten immer wichtig. Man kann mal irgendwo was überschreiten und mal eine Strafzahlung riskieren und so weiter, aber nicht die Freiheit, das ist gefährlich. Und diese Konsequenz haben die alle an den Tag gelegt. Das lässt sich auch bei Wikipedia nachweisen. Die sind alle irgendwie ein-, zweimal geschieden, haben Probleme gehabt, haben finanzielle Herausforderungen gehabt, haben ihr ganzes Vermögen aufs Spiel gesetzt, haben die Öffentlichkeit verärgert, haben Shitstorms geerntet für irgendwas, was sie da getan haben und wurden verurteilt. Die meisten von uns haben ja das Glück, dass sie so eine Situation noch nie hatten. Mal irgendwie auf der Bild-Zeitung, erste Seite, irgendwie der Skandal, er ist ein Arsch, was weiß ich. Und dann, jede Talkshow zieht über dich her. Und das haben diese Leute durchgestanden, weil denen eben ihr Ziel, ihr Traum wichtiger war als alles andere. Sogar wichtiger eben dann als... Naja gut, auf der Bild-Zeitung auf Seite 1 zu stehen ist natürlich auch... gratis Marketing, ne? Also müssen wir schon mal auch Butter bei die Fische lassen, ne? Solche Kontroversen oder möglichen Pleiten oder ähnliches, ne? Und das, wie gesagt, diese Härte, diese unbedingte Entscheidung, dass man sagt, komme was da wolle, das unterscheidet die wirklich von allen anderen. Stimme ich zu, Leute. Ich muss mal hier Schluss machen. Freut mich, dass ihr mit dabei wart. Wenn du bist zu diesem Zeitpunkt mit dabei warst, dann muss ich dich dafür belohnen. Wir sind jetzt bei Minute 46 und wenn du Bock hast, ja, warte mal kurz, ich halte mal kurz in die Kamera. Eine Sekunde. Und zwar, ich hab jetzt gerade wieder neue Bücher bestellt und ich habe einfach zu viele Bücher und einfach eine viel zu kleine Wohnung. Ich möchte dieses Buch hier verschenken bzw. also verschicken. Es ist neuwertig. Ich habe es mal gelesen. Ich habe das Ding. Ihre erste Million in 7 Jahren. Bodo Schäfer, der Weg zur finanziellen Freiheit. Also wenn du bis jetzt dran geblieben bist und hast Bock, dann hau mir einfach in die Kommentare unten rein. Ja, ich habe Bock. Und mit dem Titel und dem Autor und dem Untertitel dieses Ding und mach einfach einen Hashtag rein, finanzielle Freiheit, und dann kontaktieren wir uns einfach oder du kontaktierst, was weiß ich, oder tust deine E-Mail rein oder irgendwie sowas, und dann können wir uns kurz auf WhatsApp oder irgendwo dann halt deine Adresse austauschen und dann schicke ich dir das, ja. Also, als Belohnung, wenn du bis jetzt dabei warst bei dem Video. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.